Wie kann man annehmen, also die Dinge annehmen und doch dennoch ganz klar und souverän auch erfolgreich sein? Oder einmal ein Thema gewinnen, wenn es um etwas geht. Oft sagen die Leute zu mir, ja, aber du sagst in deinen Videos annehmen, ich soll das alles annehmen. Ich habe da ganz ein interessantes Beispiel für dich. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Die Sabine hat ein kleines Unternehmen und da hat es einen Versicherungsschaden gegeben. Also ein Lieferant hat bei ihnen was kaputt gemacht an der Halle und da hat es einen Schaden gegeben und da hat man herausgefunden, der Schaden, der macht ca. 28.000 oder 30.000 Euro aus. So, die Versicherung schickt nachher irgendwie eine Bestätigung oder macht selber eine Schätzung und sagt, wir zahlen 2.800 Euro. Und jetzt sagt die Sabine, ja, was jetzt annehmen? Soll ich jetzt 2.800 Euro annehmen und wir haben aber den Schaden? Wie soll ich da jetzt dienen? Das ist ein geniales Beispiel. Ich soll einfach nur die Situation, so wie sie jetzt da ist, die Versicherung zahlt mir das, ich habe aber den Schaden, ich sollte das jetzt einfach annehmen als gegeben. Das ist jetzt so. Die Versicherung spielt so, das andere Thema schaut so aus. Das heißt aber nicht, dass ich zu allem Ja und Amen sagen muss. Ich sollte nur annehmen und dadurch verliere ich keine Energie. Also ich bleibe meiner Kraft. Ich sage jetzt, okay, die Versicherung will mir das zahlen, ich brauche aber 28.000 Euro, so wie es geschätzt ist. Weil ich will ja den Schaden wieder richten. Na logisch. Nachher kann ich mir einfach einen rechtlichen Beistand nehmen und sagen, das ist der Schaden, 28.000 Euro und den holen wir. Und nachher wäre schon sehen, die Versicherung zahlt dir das so, weil die Versicherung spielt ja in dem Sinn einfach ein ganz eigenes Spiel. Sie will zuerst schon mal eine kleine Abgeltung machen oder sagt überhaupt, nein, ist nicht gedeckt und vielleicht gibst du ja Ruhe. Wenn du im Annehmen, im Ja und Amen und ja, mein Ja, ich muss Ja sagen, da drinnen bleibst, nachher verlierst du das Spiel. Wenn du aber sagst, okay, die Versicherung sagt das, ich kann aber nachher sagen, ich mache es so, nachher bleibst du Vollgas in deiner Kraft. Wenn du hingegen die Situation, so wie sie sich zeigt, die Versicherung will dir das zahlen, also nur 2.800 Euro, und du sagst, Mami regt das so auf, die sind wahnsinnig, die sind... Und du ärgerst dich, dann verlierst du Kraft, dann verlierst du Überblick, dann verlierst du Energie. Und das können wir nicht brauchen. Also die Annahme, dieses Ja, das ist jetzt so, betrifft den aktuellen Moment, weil er ist ja jetzt schon so. Ich sage ja, okay, aha, so schaut das aus. In dem Moment hast du einen kompletten Überblick über die Situation und entscheidest nachher natürlich, wie es für dich richtig ist. Ja, natürlich holst du nachher die gesamte Summe, ist ja ganz klar. Du holst dir einen Partner, der was dir da dabei hilft. Annehmen, sag ja zur Situation, sag ja zum Leben, aber sag nicht ja und Amen zu allem. Alles, was jetzt da ist, sag ja, okay, das ist jetzt so, aber handle dann von innen heraus und wissend, dass das nachher dein Weg ist. Gell? Darum ist das Annehmen der erste Schritt, um in seiner Energie zu bleiben und nachher gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Das können wir wieder super üben jeden Tag. Und heute schüttet es, ja, dann regnet es halt. Ich kann sagen, ma, scheiße, heute regnet es und ich kann nicht rausgehen und wie soll ich denn da jetzt gehen? Oder ich kann sagen, ja, es regnet, ich suche mir einen natürlichen Regenschutz, also den Baum und geht schon rein. Ja, in dem Sinn, mach's gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bitte, Servus.